Nein, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass da jede Menge mehr vorgefallen ist, als Carla bisher schon erzählt hat. Ich weiß noch, eines Nachts, Norm rief an, das war abends, und dann hat er mir erzählt, ja, sie müssten noch eine Nachtschicht einlegen, wäre so viel zu tun. Ich müsste mir aber keine Sorgen machen, er wäre ja schließlich die ganze Zeit bei ihr. Toll, ich habe dir auch noch geglaubt. Was hast du mit meiner Tochter angestellt in der Nacht? Ja, gearbeitet. Was sonst? Komm mal wieder runter jetzt. Was ihr Dreckskerl unter Arbeit versteht, das sieht man ja. Frau Liebig, wir wollen keine Schärfe in dieses Verfahren bringen. Es steht Aussage gegen Aussage. Es ist eine hochkomplizierte Angelegenheit. Waren Sie zufällig auch dabei, als die Carla über Nacht mal im Zoo geblieben ist, Herr Reichel? Alles andere als zufällig. Ich war bewusst dabei. Selbstverständlich, lass dich mal keinen Bären aufbinden. Nur weil diese Glucke da meint, dass ihre komische Schnepfentochter da eine tolle Biene ist, ist da noch lange nichts vorgefallen. Wir mussten das Becken für die Polarfüchse aufarbeiten mit den Bauhelfern, haben deswegen eine Nachtschicht eingelegt. Und das ist gar nichts gewesen. Also das kann ehrlich gesagt so überhaupt nicht stimmen. Ich weiß noch ganz genau, wie verstört Carla war, als sie morgens nach Hause gekommen ist. Carla, was war los in jener Nacht? Mussten Sie arbeiten oder nicht? Norm und Jochen haben mich im Ziegenstall über Nacht eingesperrt. Und Jochen hat noch gesagt, das ist genau die richtige Herde für mich, dumme Ziege. Ich fand das einfach lustig. Also auf, das haben Sie sich doch jetzt spontan ausgedacht, Carla. Nein, habe ich nicht. Haben Sie nicht? Dann frage ich mich aber allen Ernstes, warum Sie davon der Polizei überhaupt nichts erzählt haben. Carla hat einfach Angst vor den beiden gehabt. Und Norm, den ganzen Juni hast du schon Carla die ganze Zeit rumgetriezt. Das habe ich doch alles mitgekriegt. Wie hat das ausgesehen, Frau Liebig? Das war so 2, 3 Wochen, bevor die meine Tochter ins Eisbärenbecken geschmissen haben und sexuell genötigt haben. Wir waren eingeladen, Carla und ich, bei meinem Bruder und Schwägerin. Norm war auch mit dabei. Den ganzen Abend. Norm hat Carla entweder komplett getriezt, also, oder ignoriert, überhaupt nicht mit ihr irgendwas gesprochen. Und gut, ich habe jetzt gedacht, die haben sich irgendwie gekebbelt auf der Arbeit, irgendeine Kleinigkeit, was sich wieder einrenken würde. Aber dann war das so ein paar Tage später, da hat Norm sie wegen irgendeiner Kleinigkeit richtig voll angepumpt. Da hätte ich mir eigentlich schon denken können, dass da irgendwas nicht stimmt. Herr Barr, können Sie uns etwas zu den Beobachtungen der Mutter von Carla erzählen? Vielleicht war ich schlecht gelaunt, keine Ahnung. Haust du mich deswegen so in die Pfanne, weil ich dich damals so blöd angemacht habe, oder was? Warum machst du das? Carla, Schatz, du brauchst Norm wirklich nicht zu beschützen. Jetzt sag uns doch bitte, was passiert ist. Du musst dich mit Sicherheit für nichts schämen. Zwischen uns ist gar nichts passiert. Ich weiß doch selber nicht, warum er auf einmal so scheiße zu mir ist. Na, heul doch. Dann sagen Sie doch, Sie sind still im Moment, dann sagen Sie uns doch bitte, was Sie vermuten. Sie haben doch irgendeinen Gedanken dabei gehabt, Frau Liebig. Ich glaube, das ist recht offensichtlich. Norm ist in Carla verliebt. Carla, Schatz, hat Norm dir die Gefühle gestanden? Hast du ihn vielleicht abblitzen lassen? Nein, Mama. Ey, sag mal, bist du krank im Kopf oder was? Ich werde deine Scheißtochter nicht mal mit einer Kneifzange anfassen. Herr Barr, man kann Dinge auch anders diskutieren als gleich mit Beschimpfungen. Die Zeugin hat hier meine Fragen zu beantworten. Dazu hat sie sich geäußert. Aber interessiert mich natürlich, wie kommen Sie auf diese Vermutung, Frau Liebig? Naja, so abwegig ist das nicht. Rex Gildo hat ja auch die Cousine geheiratet. Also, wenn, allein wie Norm immer guckt, wenn Carla die kurzen Röcke anhat. Und, also, für wen muss ich den Sündenbock spielen? In der Sippe gibt's ab wie bei den Pavianen. Was? Also, jetzt reicht's hier aber. Ich lass meine Familie hier nicht in den Dreck ziehen. Und sonst stelle ich hier mal was richtig gleich. Gerne. Noch Fragen an Marion Liebig? Nee, danke. Dann unvereidigt. Dann kommen Sie doch mal bitte nach vorne, Herr Barr. Herr Barr, wenn jemand was klarstellen will, bin ich immer die erste Person, die das interessiert. Allerdings nur dann, wenn es die Wahrheit ist, denn sonst macht man sich strafbar bei Falschaussagen, das wissen Sie doch. Herr Barr, Ihr Vorname ist Richard, wie alt sind Sie? 50 Jahre alt. 50 und wohnen in Lauheim, nehme ich an? Ja, Schlossstraße 9. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Zweiradmechaniker. Der Angeklagte Norman Barr ist ja Ihr Sohn, deshalb haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Aber Sie wollten ja gerade eben aussagen. Ja, also erstmal muss ich die Lügen über meinen Sohn hier korrigieren. Nicht? Es ist diese Familie, die wird dargestellt, so stimmt das überhaupt nicht. Ja, dann rücken Sie doch die Familie wieder ins rechte Licht. Gut, also meine jüngere Schwester Marion, die ist vor 10 Jahren von ihrem unfähigen Mann da, von diesem unnützen Kerl verlassen worden. Und seitdem kümmere ich mich um sie.
Und ich habe ihr auch eine Wohnung besorgt in dem Haus, wo ich mit meiner Frau wohne. Und ich habe ihr auch die Stelle bei der Raststätte besorgt. Und natürlich habe ich mich auch um Carla gekümmert. Und meine Frau und ich, wir haben Carla aufgezogen wie eine eigene Tochter. Ja, aber worauf wollen Sie jetzt hinaus? Ja, also wir haben Carla natürlich alles auf dem Silbertablett serviert. Und seitdem macht die da einen auf Prinzessin. Und deswegen denkt auch meine Schwester, dass jeder Mann Carla toll finden musste. Aber ich muss das hier wirklich mal klarstellen. Nicht mein Sohn ist verkorkst. Nein, Carla ist ein Luder. Richard, was fällt dir ein? Wie redest du von meiner Tochter? Das weißt du doch. Ja, dann begründen Sie das doch bitte mal, wenn Sie das können. Nach 2, 3 Wochen, als Carla im Praktikum war, habe ich sie mal unerwartet vom Zoo abgeholt. Ja, weil ich da gerade in der Nähe war. Ja. Und man hatte mir gesagt, dass sie in der Arktisanlage arbeitet. Und als ich da hinkomme, was sehe ich da? Dass sie diesem Herrn Reichel da von hinten so richtig an den Hintern fasst. Wie bitte? Ja. Ja, ich war auch überrascht, aber bin ich widerstehlich? Nein. Das weiß ich nicht, ob Sie stählich sind oder sonst irgendwas. Carla, haben Sie das gemacht? Das hat Jochen von mir verlangt. Er hat gesagt, ja, wenn du den Job genauso lange machst wie ich, bekommst du auch solche Hinternmuskeln. Hier, fühl mal. Aber ich meine, da kann ich beim besten Willen keine Nötigung oder eine Bedrohung feststellen. Danach hat er noch mehr so widerliche Sexsprüche gemacht und Sprüche gegen Frauen allgemein. Ja. Und Norman war Ihr Cousin, hat das damals auch gemacht? Nein. Ja, warum soll der die denn auch anfassen? Der ist seit Jahren glücklich mit Linda Herrmann. Ja, das soll ja jetzt eventuell ein Problem für Carla gewesen sein. Und jetzt ist mir eins hier aufgefallen, als Sie wieder reingekommen sind, Herr Bahr, haben Sie ja sehr intensiv zu Ihrem Sohn geschaut und wollten sowas wissen. Und Sie haben auch bei Carla nachgefragt, ob sie Kontakt gehabt habe in den letzten Monaten zu Linda. Warum haben Sie das gefragt? Ja, weil ich wissen wollte, ob sie weiß, dass Linda schon lange seine Ex ist. Was? Wieso Ex? Ja, das hat Linda mir draußen auf dem Flur gerade erzählt. Sag mal, warum hast du mir denn nicht erzählt, dass ihr schon lange nicht mehr zusammen seid? Ich hab dein altes Zimmer als Kinderzimmer für Jonas hergerichtet. Mein Gott! Das geht dich nichts an. Das geht mich nichts an? Du Weichei, du musst doch mal auf den Tisch hauen. Du hast doch Rechte, du musst deinen Sohn einfordern. Oh, haben Sie ein bisschen Beziehungsfrust? Das finde ich jetzt sehr interessant. Haben Sie deshalb Ihre Cousine sexuell genötigt? Nein, habe ich nicht. Carla, wissen Sie wirklich nicht, warum Norman Bahr nicht mehr mit der Mutter seines Sohnes zusammen ist? Ich wusste ja nicht mal, dass sie nicht mehr zusammen sind. Seltsam. Nur Fragen an den Zeugen, Bahr. Dann möchte ich genau mit dieser Freundin fortsetzen. Linda Herrmann, bitte. Herr Bahr, vielen Dank. Nehmen Sie an der Seite Platz. Linda Herrmann, bitte. Ich hätte vielleicht ganz gerne. Frau Herrmann, ach. Nee, komm, Papa, bleib mal. Ich will nur mal meinen Sohn sehen. Ja, aber das geht doch jetzt nicht. Kann man doch jetzt nicht, Herr Bahr. Nehmen Sie hier vorne Platz und dann wollen wir mal sehen, wie lange der Jonas das aushält. Hier in einem Verfahren, sonst kommt er zu Frau Herrcher. Ne? Dann übernimmt sie ihn. Bei Gericht muss man die Wahrheit sagen, ich wollte eine Geschichte gerade erledigen noch. Ich komme gleich darauf zurück. Frau Albers, könnten Sie bitte neben Herrn Bahr Platz nehmen? Ich hätte ganz gerne, dass die Mutter neben Carla sitzt. Ja, das wäre fein. Dankeschön. Frau Herrmann, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Linda ist Ihr Vorname, Sie sind 20 und wohnen in Lauheim. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Erzieherin im Kindergarten, bin aber noch in Elternzeit. Mit den beiden Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ist richtig. Allerdings war ich 3 Jahre lang mit Norman zusammen. Kennen Sie Carla aus dieser Zeit? Ja, und wir sind in dieser Zeit die besten Freundinnen geworden, obwohl sie so viel jünger ist als ich. Ist sie es noch? Wir haben nämlich gehört, dass Sie in letzter Zeit keinen Kontakt mehr miteinander hatten. Warum? Ja, ich vermute mal, dass ich an Norman. Ich denke, er hat ja nach der Trennung einfach den Kontakt zu mir verboten. Oder aber sie sieht sich in der Pflicht, den Kontakt zu mir abzubrechen, einfach so nach dem Motto, Blut ist dicker als Wasser. Sie ist mir halt aus dem Weg gegangen und hat auch auf meine Anrufe nicht mehr reagiert. Und Sie haben das einfach so hingenommen? Ja, was hätte ich machen sollen? Ja, also an ihm kann das jedenfalls ja nicht liegen, denn er hat ja nicht nur der Carla, auch seinen Eltern die Trennung verschwiegen. Ja, aber warum bist du mir denn dann ausgewichen? Mensch, Carla, ich habe wirklich gedacht, dass es an Normen läge oder einfach daran, dass du es blöd findest, dass ich jetzt hier das Baby habe. Nein, ich freue mich, dass du Jonas bekommen hast. Und es tut mir so leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Aber wie hätte ich dir denn sagen sollen, dass Norm so gemein zu mir geworden ist? Er,
Er ist doch der Vater deines Sohnes. Ich wollte einfach nicht, dass du zwischen die Fronten gerätst. Ja, aber gerade weil ich ein Kind mit ihm habe, weiß ich doch, was für ein Kerl das ist. Carla, du weißt doch, dass du mir alles erzählen kannst. Frau Herrmann, mal was ganz Allgemeines. Wie war das Verhältnis oder wie haben Sie das in den 3 Jahren erlebt zwischen Norman und seiner Cousine? Ja, das war ziemlich kompliziert. Mhm. Warum? Ja, weil Norman einfach immer schon total neidisch auf Carla war. Mach das mal langsam mit der Dreckswäsche, Linda. Inwiefern neidisch? Ja, er hat halt gesagt, dass Carla sich überhaupt nicht anstrengen müsste, um in der Familie gut dazustehen. Und dass sie zu ihrer Mutter auch noch seine Eltern als Zusatz Mama und Papa hätte. Ja, und so ein bisschen weiß ich schon, was er damit gemeint hat. Sein Vater zum Beispiel hat Carla immer nur gefördert und gepäppelt, während er Norman nur gegängelt hat. Hatte der Vater von Norman mal die Möglichkeit gehabt, Carla diesen Ausbildungsplatz im Zoo zu besorgen? Also selbst jetzt nicht direkt, allerdings hat er es Norman zur Aufgabe gemacht, sie mit in den Zoo zu bringen. Und das fand Norman halt voll blöd. Er hat gesagt, so, der Zoo wäre halt so sein Bereich ohne Familieneinfluss. Ja, und dabei hat er halt keinen Bock, sich auch noch um seine Cousine zu kümmern. Ja, und außerdem hatte er wohl irgendwie Angst, sich vor der Zooleitung zu blamieren, wenn er eine völlig unfähige Praktikantin empfiehlt. Ich habe ihm aber direkt gesagt, wie unfair sein Gerede ist. Ich meine, Carla konnte wirklich schon immer gut mit Tieren. Hat Carla Ihnen denn mal erzählt, bevor sie sich so zurückgezogen hat, ob die beiden Angeklagten sie schlecht behandelt haben in der Zeit im Zoo? Also, über Norman hat sie nichts gesagt. Allerdings hat sie mir zu Beginn ihres Praktikums mal erzählt, dass sie diesen Reichel total eklig finde. Ich habe sie leider nicht ernst genug genommen, obwohl sie nicht die erste war, von der ich diesen Namen gehört habe. Norman hat mir in unserer Beziehung mal anvertraut, dass der Reichel ihn total schikaniert. Schwachsinn, warum hätte ich sowas sagen sollen? Das wüsste ich allerdings auch mal gern, mein Freund. Haben Sie Beispiele für Frauen? Nehmen Sie ja, also Jochen Reichel hat Norman halt immer mit seinen Sprüchen total niedergemacht. Und wenn Norm irgendwie die Futtertröge vorbereitet hat, musste er das Ganze immer 10-mal machen, bis es dem Reichel mal gepasst hat. Hey, hallo, ja. Ich bin der Chef da, ich habe es sagen. Und dann hat er ihn auch immer noch voll beleidigt, als wäre Norman das Allerletzte. Und irgendwann hat er wohl so einen Spruch gerissen wie, ja, ich bin hier der König der Arktis, hier tanzt Mensch und Tier nach meiner Pfeife. Ich meine, das sagt ja wohl alles. Also schon mal, Ihre Selbstüberschätzung ist ja grotesk und Ihr Machtgehabe auch. Aber Sie müssen alle dominieren, die in Ihrer Umgebung sind. Ist das richtig? Wenn der Herr Barr auch von Ihnen schikaniert wurde und drangsaliert wurde, dann könnten der sich ja mal überlegt haben, bevor ich das weiter über mich ergehen lasse, schließe ich mich mit Ihnen zusammen, buckel nach oben und trete nach unten, nämlich auf Sie jetzt ein. Und das kam Ihnen vielleicht sogar zu Pass, weil wir ja gerade gehört haben, wie eifersüchtig Sie auf Ihre Cousine war. Nicht wahr? Das hat doch dann eine Rolle gespielt, oder nicht? Ich verstehe übrigens auch nicht, Norman, warum du jetzt die Tritte nach unten weiter verteilst. Und das zeigt übrigens auch, dass meine Entscheidung, sich von dir zu trennen, genau richtig war. Linda, komm, du kennst mich ganz genau. Und du weißt, dass Carla lügt. Du musst doch zugeben, dass ich immer ein super Vater für Jonas war. Komm doch wieder zurück und lass uns eine Familie sein. Nein. Frau Herrmann, warum haben Sie sich überhaupt von dem Angeklagten getrennt? Er war einfach unfähig, eigene Entscheidungen zu treffen. Und durchsetzen konnte er sich auch nicht. Ich musste ihn anleiten wie meine Kindergartenkinder. Linda, ich hab immer alles gemacht, was du wolltest. Und deswegen bin ich jetzt hier der Luschi, oder was? Okay. Eine Entscheidung ist dir leicht gefallen. Der war deine Arbeit schon immer wichtiger als deine Familie. Oh, was schließen Sie das? Ja, also einmal hat er sich an meinem Geburtstag Überstunden geben lassen. Und als ich dann mit Jonas schwanger war, da musste er angeblich abends immer länger arbeiten. Ja, und dann irgendwann habe ich herausgefunden, dass er anstatt zu arbeiten, sich mit seinen Kumpels trifft und Bier trinkt. Ja, so nach dem Motto, dass er seiner zickigen Freundin hier entgehen kann. Verdammt, noch nicht mal da warst du für mich da. Ich hätte deine Stärke da wenigstens mal gebrauchen können. Frau Herrmann, wo haben Sie die Informationen her? Haben Sie ihn dabei gesehen oder war Ihnen das gesteckt? Das hat mir Carla mal erzählt. Ich wollte Linda nur beruhigen. Mit negativen Geschichten über ihren Lebensgefährten? Also das kann ja nun wirklich nicht stimmen, oder? Sie hatte so ein schlechtes Gewissen. Sie hat überlegt, Norman zu verlassen, weil sie sich schon in der Schwangerschaft in einen anderen Mann verliebt hat. Deshalb habe ich ihr das alles erzählt. Ach, so wird es hier gespielt. Nach Carlas Berichten konnten Sie sich ja dann wunderbar von ihm trennen und ihn guten Gewissens für einen anderen Mann verlassen? Ja. Sag mal, warum hast du mir denn nicht gesagt, dass Linda mich betrügt? Aber sie ist oder war doch meine beste Freundin. Scheiße. Frau Herrmann, haben Sie Ihrem Lebensgefährten erzählt, dass Sie diese Informationen von Carla hatten? Ja, weil ich ihm damit einfach zu verstehen geben wollte, dass ich ihn nicht verlassen hätte, wenn er sich für mich geändert hätte. Ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, ihm zu erzählen, dass ich mich neu verliebt hatte.
Also mit anderen Worten, Sie haben Ihrer Cousine die Schuld für die Trennung gegeben. Haben Sie deshalb mitgemacht? Haben Sie deshalb Carla mit ins Eisbärenbecken geworfen, ihr auf die Finger getreten und gedroht, dass Sie den Eisbären loslassen, wenn sie sich nicht auszieht? Norman. Und dann, als sie sich geweigert hat, haben Sie sie festgehalten? Norman, jetzt okay. Raus. Okay, jetzt stimmt, raus damit. Das stimmt, was Carla gesagt hat. Aber dass du mich jetzt hier echt so als Sexhirt hinstellst, ist echt das Letzte von dir. Was haben Sie denn gemacht? Haben Sie es nicht gemerkt? Also, ich habe nur zugeguckt, wenn Jochen dich angegrapscht und dich richtig schön gedemütigt hat. Ich wollte dich einfach leiden sehen. Ich hoffe, die sperren dich weg. Ich verstehe das nicht. Ja, jetzt heulst du. Ich heule jede Nacht, weil Linda weg ist und ich meinen Sohn nicht mehr sehen kann. Das hast alles du kaputt gemacht. Ach, du oh, da machen Sie es deutlich zu einfach, Herr Barr. Haben Sie noch was zu sagen, Herr Reichel, jetzt? Alles nur ein Spaß. Sie hätte ja Nein sagen können. Norman hat die einmal Nein gesagt. Und jetzt hier diese Trennenshow, das ist ja wohl total daneben. Ach du Scheiße! Ihr seid beide so drauf? Carla, es tut mir so leid. Hätte ich das gewusst, ich hätte ja auf jeden Fall geglaubt. Noch Fragen an die Zeugin Hermann? Nein, danke. Bleibt unvereidigt. Nehmen Sie bitte hin Platz. Werden Anträge gestellt? Nein. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt Röhm. Ja, Herr Reichel, war alles nur ein Spaß. Dann passen Sie mal auf, wie lustig das jetzt wird. Ich habe eine gute Nachricht für den Zoo. Sie werden dort nicht mehr arbeiten. Und das ist auch eine gute Nachricht für Sie, denn wir werden selbstverständlich dafür sorgen, dass Sie beide artgerecht untergebracht werden in der Justizvollzugsanstalt. Gitter sind doch Gitter. Die Umgebung müssen Sie sich also nicht neu drauf einstellen. Herr Reichel, Sie sind ein Sadist, das kann ich Ihnen mitteilen. Ich habe hier weitere Anfangsverdachte für weitere Straftaten. Allein das in den Ziegenstall kommt dazu, das mit dem Flusspferd kommt dazu. Das sind beides Nötigungen gewesen, werde ich alles nachermitteln. Betrifft Sie übrigens auch, Herr Barr. Sie haben da nämlich mitgemacht über Monate hinweg. Und jetzt reden wir mal von dem, was hier Gegenstand der Anklage ist. Sie haben das Mädchen zunächst gemeinschaftlich genötigt in einem besonders schweren Fall. In einem besonders schweren Fall, weil es in Todesgefahr war. Zumindest haben Sie es mit dem Tod bedroht. Ich lasse gleich den Eisbären auf dich los. Sie haben eine gemeinschaftliche Körperverletzung gefährlich begangen, weil Sie auf die Füße, auf die Hände getreten haben, als sie wieder rauskrabbeln wollte. Und das ganze Ziel der Aktion war, es noch weiter zu demütigen, weil sie sich vor Ihnen ausziehen sollte. Dafür beantrage ich schon mal 9 Monate. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Und der wirkt schwerer. Eine gemeinschaftliche sexuelle Nötigung ist das. Eine gemeinschaftliche sexuelle Nötigung hat eine Mindeststrafe von 2 Jahren. Die kommen auch noch dazu. Und eine gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung ist das Ganze auch gewesen. Und damit kommen wir auf jeden Fall zu einer Gesamtfreiheitsstrafe, die nicht mehr im bewährungsfähigen Bereich liegt. Und ich beantrage deshalb 2,5 Jahre zu verhängen für alle beide. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Rechtsanwältin Kortak. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, Frau Kollegin, angeklagt ist tatsächlich gemeinschaftlich versuchte Nötigung. Die liegt allerdings hier nicht vor. Sie sehen hier nicht, Herr Römer, dass beide zurückgetreten sind. Carla ist nicht mehr dazu gezwungen worden, nachdem sie tatsächlich wiederum aus diesem Wasserbecken ausgestiegen war, dass sie sich weiterhin ausziehen sollte. Meines Erachtens nach haben beide von ihr abgelassen und sind von der Tat jedenfalls zurückgetreten, straffrei. Was die sexuelle Nötigung mit Tateinheit mit der gefährlichen Körperverletzung betrifft, muss man hier beachten, dass Carla und mein Mandant dort sich wohl irgendwie ständig scheinbar begrapscht haben. Auch Carla hat an den Hintern meines Mandanten angefasst. Insofern gehe ich hier davon aus, dass wir einen minderschweren Fall haben. Mein Mandant ist jedenfalls nicht vorbestraft. Er empfand das Ganze als Spaß. Er hat gesagt, dass es ihm jedenfalls ums Necken oder sonst irgendetwas ging. Meines Erachtens nach ist das vielleicht eine dumme Schulhofmentalität, aber es ist nun mal in der Tat so, für den minderschweren Fall sieht das Gesetz eine Mindestfreiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren vor. Dadurch, dass er nicht vorbestraft ist, kann man schon von einer Mindeststrafe von 6 Monaten ausgehen, die auf Bewährung auszusetzen ist. Danke. Vielen Dank, Frau Reichel. Wenn das mal kein ordentliches Plädoyer war. Herr Reichel, ich frage Sie gleich zum letzten Wort, aber jetzt noch nicht. Denn jetzt möchte ich erst einmal das Plädoyer von Frau Rechtsanwältin Tasic hören. Frau Tasic, bitte. Dankeschön. Das müssen Sie mich noch einmal ertragen, ganz kurz. Ich meine, es ist ganz klar geworden, dass Herr Barr selbst unter der Knute seines Chefs stand und natürlich da enorme Loyalitätskonflikte hatte. Einerseits, andererseits natürlich auch Beziehungsstress mit seiner Freundin Linda und dem Kind. Er hat seine Cousine, das haben wir auch hier gehört, früher immer unterstützt. Hat ihr im Grunde nichts Böses gewollt. Und ich denke, nur aus diesem Gefüge heraus konnte diese Tat, die er hier im Übrigen ja auch eingestanden hat, geschehen. Ich denke auch, es ist aufgrund dieser Tatumstände hier von einem minderschweren Fall auszugehen. Er ist nicht vorbestraft. Man sollte eine milde Freiheitsstrafe zur Bewährung aussetzen. Vielen Dank, Frau Rechtsanwältin Tasic. So, Sie haben das letzte Wort. Herr Reichel.
Ich hab doch gesagt, ich habe kein Glück mit Anwälten. Herr Bahr. Ja, Carla, es tut mir echt leid. Das war echt scheiße von mir. Aber du wärst auch so ausgerastet, wenn man dir alles weggenommen hätte. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagten werden wegen gemeinschaftlicher versuchter Nötigung in einem besonders schweren Fall und wegen gemeinschaftlicher sexueller Nötigung jeweils in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Sie tragen die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Das Problem dieser ganzen Geschichte ist, wie kommt es zu sowas? Denn die Strafe selber, das entspricht dem Antrag der Staatsanwaltschaft, ist völlig korrekt und für minderschwere Fälle sehe ich hier überhaupt gar keinen Ansatz. Wie kommt es dazu? Zunächst einmal Sie, Norman Elbar, dass Sie aus der Opferrolle, denn das waren Sie ja bisher, Spielball von Herrn Reichel, in die Täterrolle überschlüpfen. Das ist nicht so selten, dass dann irgendwelche, wenn man ein neues Opfer hat, plötzlich ein altes Opfer überspringt zur stärkeren Partei. Das ist das. Das ist die eine Seite, warum machen Sie da mit, urplötzlich, nachdem es vorher alles gut gewesen ist. Nur, ich meine, wenn, das ist das Problem, das Weicheis in Anführungsstrichlein, wenn es wirklich Ihr Refugium war, dann müssen Sie das halt mal versuchen zu verteidigen. Oder hätte Sie sich irgendwo anders eine Stelle suchen sollen. Das bedeutet aber, dass man den Mund aufmachen muss. Wie man überhaupt den Mund aufmachen muss, Frau Herrmann. Ich kritisiere Mütter ungern vor den Kindern, aber der Kleine wird noch nicht mitbekommen. Das, was Sie veranstaltet haben, ist eine Sauerei. Wenn Sie sich neu verlieben, dagegen habe ich nichts, das kann passieren, auch wenn man gerade Mutter ist, schwanger ist oder wie auch immer. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, wie geht man damit um? Wie geht man dann mit seinem Lebensgefährten um? Und so einfach ist eine Trennung nicht mehr, wenn ein Kind da ist. Und dann gehen Sie den geringsten Weg, indem Sie ihm alles in die Schuhe schieben und Sie, Carla, stehen dazwischen, werden auf der einen Seite auch irgendwo benutzt und instrumentalisiert von den beiden, die deutlich älter sind und die ganz anders mit ihnen hätten umgehen müssen, denn sie sind zu jung, um dergleichen Spielchen verstehen zu können. Minderschwerer Fall, wie gesagt, sehe ich hier überhaupt nichts. Und damit ist die Mindeststrafe schon 2 Jahre bei Fall 2. Deshalb insgesamt 2,6 wie beantragt. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Berufung oder der Revision einzulegen binnen einer Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen.